Hallo und herzlich willkommen zurück bei Curse and Serentine. Ich bin Serentine. Ja, stimmt, ich bin Curse. Ich dachte, du sagst hi. Hallo. Ja, es geht weiter mit Arcage, wie ihr seht. Ne? Oh, guck mal, oh. Geheimnis. Arcage ist ein Geheimnis. Nicht verraten. Okay. So, ja, los geht's. Was müssen wir machen? Das Knöpfchen hier drücken. Oh. Böses Knöpfchen. Greif mal eine Male an. Wir haben übrigens, ich glaube gerade mal 12 Uhr und halb eins. Es fängt jetzt schon mit den Warteschlangen an. Richtig, also es ist der Knaller, wenn ihr dieses Spiel zocken wollt. Ich weiß nicht, ob man wirklich irgendwann rausfliegt, aber wo kann man diese Flaschen füllen? Hier, ja? In dieser lila Wolke, die gerade war. Lila eine Wolke? Die hast du mir weggegiert. Yep. Ja, am besten wirklich morgens vor der Arbeit, Schule, wie auch immer. Mal einloggen und hoffen, dass ihr abends noch zocken könnt. Ehrlich, anders geht's hier schon nicht mehr. Ich sehe keine Wolke. Krass. Achso, besiege Maden 3 von 5 läuft, aber keine Wolke. Doch da! Ah, ich sehe sie. Ist klar, ist alles voll hier. Yay! Yay! Ist dir auch aufgefallen? Ne. Ne. Oh. Mal eins. Meins. Nummer 1 und Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Ja, Nummer 3 hole ich mir. Ich wollte eigentlich Ninjan, aber da habe ich mir gedacht, ach komm, bist du mal nicht so. Ah. Ja. Wir sind aber 3 Wolken, wo du jetzt gerade bist. Ja, dann nehme ich mir ja gerade eine. Ich musste aber da freimachen. Doch. Muss ich freimachen? Okay. Nein. Oh. Ich muss da freimachen. Schau. Kampfende. Kampfende. Übrigens, ich meine, okay, ne, abonniert habe ich einen E-Commander Krieger, ne? Ich mach mal kurz Werbung für ihn, auch wenn das nicht erfahren wird, wahrscheinlich. Ey. Ich habe bei ihm das erste Mal von dem Spiel Black Stories erfahren. Das macht er momentan online, immer mit so ein paar Leuten im Skype und er macht halt Spielleiter und 4 müssen raten. Da muss man Mordfälle raten. Im Prinzip die genaue Todesursache, beziehungsweise wie der Mord jetzt genau ablief und so. Das ist so cool, ne? Ich habe mir da gestern 2 Folgen von reingeguckt. Ich musste beide bis zum Ende gucken. Ich meine, klar, man will ja auch die Lösung wissen, aber ich wollte auch nicht vorspulen oder so. Es war einfach super interessant. Echt sehr cool. Solltet ihr mir reinziehen. Bei Commander Krieger Black Stories. So, muss ich jetzt weit ausholen. Ja. Ich habe jetzt, während ich das erzählt habe, habe ich einfach wieder durchgeklickt. Das ist so der Standard, ne? Stoffoberteilen, ne? Brauchen wir doch, ne? So, alter Moray. Die Schattenfalken sind berüchtigt dafür, dass sie verirrte Händler ausrauben. Das war nicht so toll. Nein. Sie lassen ihre Opfer nicht einmal ohne Hab und Gut nach Hause zurückkehren. Wenn sie sie nicht einfach von der Klippe werfen, vergraben sie sie am Straßenrand und setzen ein Erkennungsmal darauf. Als Warnung für Reisende. Ich bin raus irgendwie, ich weiß nicht. Lief vorhin mehr, lief besser, ehrlich. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Die Serentine hat mich rausgebracht, weil die wollte gerade eine Pause machen. Hm. Ja. Hab ihn nie eingesehen. Nein. Gibt's bei mir nicht. Pause! Kommen wir denn da hin? In letzter Zeit gibt es Gerüchte über das Erscheinen klagender Leichname auf dem Pass. Es heißt, es handele sich um die ruhelosen Geister derjenigen, denen etwas Wertvolles genommen wurde. Meine Halskette, meine Familie. Gestohlen. Sollte mein Freund unter ihnen sein, hoffe ich, dass er eines Tages gerecht werden kann. Er trug immer eine Kette, die über Generationen weiter vererbt wurde. Falls sie gestohlen wurde, könnte sein Geist niemals in Frieden ruhen. Da bin ich mir sicher. Bist du gerade in meinem Bild und machst Faxen? Nein. Hey, Frostfall Nummer 3. Okay. Ja, Mitglied Megrin. Wir haben endlich einen Hinweis darauf, wo die Schattenfalken das Diebesgut der Krummrücken im Schlangenpass versteckt. Ja, verstecken. Verbessere das jetzt einfach mal. So, habt ihr davon. Kann ich jetzt schon wieder hier was wählen? Eine monströse Mane namens Ungdung bewacht es. Sie ist allerdings nicht so fürchterlich, wie sie aussieht. Sie mag eine bestimmte Blume sehr gern und du kannst sie benutzen, um sie friedlich von dem Versteck wegzulocken. Wahrscheinlich merkt sie nicht mal, wenn die Sachen weg sind.
Stimmt. Fressfall Nummer 3. Und wir haben da schon so ein Paket gekriegt, oder nicht? Das kann ich analysieren und anlegen. Genau. So. Alles meins. Alles meins. Aber dann brauche ich endlich mal vernünftige Klamotten. Da müssen wir uns direkt mal angucken, wie das aussieht dann. So, gucken. So, das und das und das. Habe ich eine Hose angezogen? Warum hast du eine größere Tasche als ich? Oder sieht das nur so aus? Ja, das sieht nur so aus. Keine Ahnung, komisch. 15. Richtig. 15, ja, alles gleich. Okay, was haben wir noch hier? Was ist das? Begleiterausrüstung? Level 1 bis 50. Also, ich hab's wahrscheinlich einfach vergessen. So, das Ding mal gerufen, angelegt, alles super. Haben wir alles, ne? Ja, ich gehe schon mal zu. Also, ich muss mal verkaufen, ey. Ich hab so viel Schrott mit, ne? Langpassbrief, okay. Blume. Und das kommt auch weg. Wieder ein bisschen sortiert, ein bisschen Ordnung gemacht hier. Wohin geht's? Ich nehme ja, die Nummer 2. Nee, hier Nummer 1. Mir ist die 2, guck mal auf dem Weg. Zwei. Ja, auf dem Weg ist 1. Ja. Auf jeden Fall nehme ich das da. Das hier, warte. Wie heißt das? Läuft. Läuft, läuft, heißt die Quest, läuft. Keine Ehre unter dieben heißt die Quest. Okay. Ja, ist so ein Schwachkopf. Ach so, ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum das nicht geht, aber die haben hier alles schon geninjert, okay. Nein, hier ist ein Kreuz. Ja, ja. Hast du schon? Hallo, Ronald, ach so. Bitte. Ach so, ich dachte, das ist überall, deswegen. Ja, und jetzt? Weiter runter. Nein, mal rum. Achso, das war das schon, ne? Ja. Wir müssen ja jetzt nur noch die Typen besiegen da. Okay. Los geht's. Ach, guck mal, du siehst überall sogar auf der Karte, siehst du die Häuser, glaube ich, die gemacht wurden, oder? Ist das nicht, das war vorher nicht. Das habe ich nicht. Eingeblendet. Ja. Das hatte ich vorhin aber irgendwie. Du hast schon recht. Ich hatte das vorhin nicht, deswegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Häuser sind, aber irgendwie. Nee. Oder? Ah, hier, guck mal. Die Grundstücke selber sind eingezeichnet. Das sind für alle Arten von Häusern oder Feldern bestimmt. Das ist cool. Okay. Brauchen wir die, ja, ne? Ja. Damage! Machen wir platt, machen wir die. Du musst die looten, ne? Ja, ja. Oh, ich. Okay, ich frag nur. Frag nur? Ja. Ich sag nur. Hat mir auferlegt. Mich gezwungen. Er hat hier zu allem gezwungen. Alles, was ich ja, natürlich. Immer. Ja. Was machst du denn da? Wir sind doch fertig. Das mag sein, okay. Ich hab gerade gelesen hier. What level can you enter dungeon? What level can you enter dungeon? Das ist eine gute Frage. Ich will die Antwort wissen. A first dungeon was 18. 18. Ja, 18. Vernünftig, ne? Mit 18 darf man dann schon richtig. Ein bisschen mehr. PvP 35 oder was? Was? Ach. Ja, ich war ja schon Opa. 35. Hm. Danke sehr. Gut, dass ich nur die 35 bin. Oh, fast. Ach ja. Ja, wie vertont man einen Leichnam? Hm? Ach so. Okay, das heißt, der Text darunter, den lest ihr dann und ich mache diese Geräusche, die Syrin ihn gerade vorgemacht hat. Hm. Okay, machen wir so. Was? 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 Das Wasser ist nass. Was? Ach, da ist sie.
Made Ugdung. Ungdung. Ungdung, Alter. Warte, hier. Hinlegen, geht nicht. Da geht man nicht. Kann beim Reiten nicht benutzt werden, okay. Hast du schon? Nein. Jetzt habe ich. Kann die Scheiße gar nicht benutzen hier. Er ist doch bei Made Ungdung. Ach, jetzt geht's. Ich habe einfach die Kiste genommen. Habe ich beim letzten Mal auch, wo ihr da hier mit Master, wo wir hier waren, wo ihr euch da einen abgequält habt und ich gehe da hin, gute Datei und bin fertig. Robert hackt. Cheater, alles Cheater. Ja, ja, sagen sie bei Battlefield auch zu mir immer. Hacker, Hacker. Hacker. Ah ja. Hacker. Einfach nicht ertragen. Richtig. Ich glaube, unser Sohn möchte gerne die Tür schließen. Hat sich so angehört. Achso, scheiße. Entschuldigung. Oberhaupt des Windgürtel-Clans, ja, hier. Du solltest wahrscheinlich die Sachen einfach mir übergeben, bevor das geschieht. Nein? Ja, dann pass auf dich auf. Ah. Okay. Nee, war schon mal besser. War schon mal besser. Ein Zebra. Zebra. Wilder Zebra. Ja. Brauchen wir jetzt hier die Quest, ne? Irgendwie war da nicht hier. Doch, war eine Quest. Dann müssen wir den Quatsch doch irgendwie zähmen hier, oder? Die Typen? Die Zebras? Ja, da vorne ist eine. Zebra. Ich mag das Wort. Zebra. Hast du es aber heute? Wenn sowohl mein Mann als auch mein Sohn unterwegs sind, wie kann ich da ein wildes Zebra erwischen, um frische Milch zu bekommen? Meine alten Knochen brauchen sie. Ich habe hier ein Zebraseil, mit dem man sie fangen kann. Aber ich bin einfach nicht stark genug, um es zu werfen. Würdest du einer alten Frau aus der Klemme helfen? Niemals! Ich habe hier sogar die Flaschen. Du müsstest also nur ein wildes Zebra fangen und sie füllen. Okay, also. Seil nehmen, check. Zebra fangen, check. In die Flasche pinkeln, check. Da stand nur das Zebra fangen und die Flasche füllen. Mach ich doch. Echt. Die machen voll den Schaden, lass das mal zusammen machen. Ist voll krass. Die müssen. Musst du nicht. Ne? Was? Musst du nicht. Ja doch. So, anschließend meinst du. Ja, hast du recht. Sag ich doch, geht nicht alleine. Wo bist du denn? Bei dem Zebra. Du auch nie dahin laufen kannst, wo ich gerade bin. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Ja, ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich bin gleich down. Kannst du auf dem Friedhof suchen. So. Wo bist du? Vor allen Dingen zusammen, weißt du? Dann mit du die Quest fertig hast und ich nicht. Nee, aber du läufst immer, egal in welche Richtung, läufst du jedes Mal woanders lang. Dann machen wir schon mal einen Frostpfeil. So. So schön geht das. Nächstes für dich. Bist du jetzt etwa hinter mir her? Ich glaube nicht. Ich glaube. Boah. Mhm. Wahnsinn! Wahnsinn! Sag ich dir. Gewöhn dich nicht dran. Was denn, pinkeln die nicht in die Dinge? Das ist Zebramilch. Ich meinte mich. Ach so. Dann Zebra fangen und die Flasche füllen. Also fang die Zebra und ich fülle die Flasche. Wartest du noch? Ich muss noch eins. Hast du auch schon fertig, oder? Mhm. Ja, ich glaube. Oder? Ja. Wir. Okay. Bei dir sieht das alles so einfach aus. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Na, kein Ding.
Haben wir. Und wenn es ein bisschen nach Urin schmeckt, war ich nicht. Ha. Pfui. Ich hab einen vorm Kopf bekommen. Aua. Du auch? Ja. Kann ich mal aufspringen oder was? Ich kann. Ja, bei mir geht's nicht. Da jetzt. So, das ist doch super. Da ist nämlich der Folgentimer. Alles klar. Dann machen wir hier auch direkt wieder einen Break. Das genau. Ja, war dann erstmal die letzte Folge, die wir heute aufnehmen, glaube ich. Weiß nicht. Vielleicht später. Müssen wir mal gucken, ob wir nochmal reinkommen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal weg. Das heißt, ihr habt jetzt mit Sicherheit schon die ersten 3 Tage oder 4 Tage Versorgung von uns mit ArcAge. Aber wir bleiben natürlich am Ball. Also ich versuche genau. Auf jeden Fall irgendwie jeden Tag eine Folge hochzuladen. Vielleicht auch eine zweite, aber wir wissen halt noch nicht, wie es klappt mit dem Zocken und so. Sehen wir dann. Alles klar, auf jeden Fall danken wir euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.